Erster Versuch im Kugelstoß. Schüttelt ein bisschen den Kopf. Zufrieden ist der ja eigentlich nie mit seinen Versuchen. Das war ein relativ ordentlicher Beginn. Ja. Ein bisschen flach rausgekommen. Nicht richtig, wie sagt man so schön, hinter die Kugel gekommen. Aber zum Franzosen, das wollen wir kurz noch nachfragen. Also, Buder 1991 und der Franzose ist Achter geworden im 1500-Meter-Lauf. Michael Damian. Rüdiger Stenzel war Fünfter. 3:38,80. Und bei den Männern ergibt sich im Augenblick nach drei Wettbewerben der Stand, dass Russland führt vor Italien und die deutsche Mannschaft auf Platz 4 liegt. Also auch bei den Oliver Sven-Buder ein, der wohl immer noch mit 19,95 Meter waren es wohl führt. Und er schlug an der richtigen Stelle ein, denn ich glaube deutlich über der 20-Meter-Marke. Also Steigerung für Sven Oliver Buder. Ja. Guckt ihm ein bisschen verdrießlich. Aber mit dem Stoß kann er zufrieden sein. Da beherrscht er die Konkurrenz. Da müssen die Russen sogar einen Diskuswerfer als Ersatz aufbieten. 20,15 Meter für Buder. Und Sven Oliver Buder in Führung. Linford Christi noch auf der Ehrenrunde. Den Europarekord angesprochen, um einen Zentimeter verbessert. Vielleicht kann er sich um mehr als nur einen Zentimeter jetzt verbessern, der Sven Oliver Buder. Bisher 20,15 Meter und er war weiter. Der war weiter im vierten Durchgang. Ja, und er führt. Und wenn er da die Führung behält, dann kann er also schon die deutsche Mannschaft näher ranbringen an Italien und Russland. Gute Serie. Nur ein ungültiger, einer knapp unter 20, einer knapp über 20 und der deutlich über der 20-Meter-Marke. 20,41 Meter für Sven Oliver Buder. Führung ausgebaut. Ja, und da ist dann auch das Endergebnis, da inzwischen keiner mehr weiter kam. Sven Oliver Buder vor dem Italiener Corrado Fantini. Und mit 20,41 da. I'll be back.